in der letzten Folge versprochen, werden die Bilder ab dieser Folge zumindest teilweise laufen lernen. Beginnen wollen wir mit dem Montieren der ersten Platte meines Schattenbahnhofs Tirano. Zu zweit wurde die Platte eingefahren. Wie erwartet war das Zusammenstecken von DKW und Weiche das größte Problem, das aber nach einiger Zeit gelöst wurde. Etwas Kopfzerbrechen bereitete auch die Nivellierung der DKW zum Schattenbahnhof. Diese Lösung wird noch auf sich warten lassen. Um dem Durchbiegen der Platte entgegenzuwirken, befestigte ich einen Metallträger darunter. Mit einer Schraube wird Druck von unten auf die Mitte der leicht durchhängenden Platte ausgeübt, der sukzessive erhöht werden kann, bis die Platte gerade ist. Damit soll die problematische Nivellierung zur DKW gelöst werden. Inzwischen wurde auch die Platte 2 fertig bekorkt. Die Weichen wurden wie in der letzten Folge beschrieben, vorbereitet und verlegt. Allerdings mussten alle 4 Unterflur angetrieben werden. Damit konnte ich mich auch mit dieser Bauweise vertraut machen. Nachdem die Weichen auf der Platte 2 fertig verlegt waren, wurde sie an Ort und Stelle mit der Platte 1 verbunden. Dies schuf bessere Voraussetzungen, um die geraden Gleise zu verlegen. Unmittelbar an die definitive Verlegung der Platte 2 folgte Bau, Begleisung und Montage der dritten und letzten Platte des Schattenbahnhofs Tirano. Sie wurde auf dieselbe Art und Weise wie die Platte 2 erstellt. Jetzt war der Schattenbahnhof praktisch fertig und die Programmierung auf der ESU Command Station konnte fortgesetzt werden. Dann folgten endlich die lang ersehnten Probefahrten. Und wieder einmal hieß es, Bretter anzuzeichnen und in der Garage zuzusägen. Diesmal für die Wendeschleife am Ende des Schattenbahnhofs Tirano. Probelegen,
verschrauben, nivellieren und mit teils abenteuerlichen Konstruktionen befestigen, waren die nächsten Schritte. Nach dem Festkleben des Korks folgte die Gleisverlegung. Mit äußerst dekorativen Stoffresten wurde diesmal die Absturzsicherung realisiert. Diese Lücke mit den Weichen zum zweiten Anlageschenkel sowie der Umfahrungsstrecke musste noch in der mittlerweile bewährten Bauweise geschlossen werden. Bevor die Umfahrungsstrecke zur Wendel verlegt werden konnte, musste ein Brett zur Verbreiterung des Schattenbahnhofs angesetzt werden. Darauf kam wiederum Kork und das Gleis. Wegen der nun vorhandenen Kehrschleifen wurde an beiden Bahnhofsenden je ein Lenz-Kehrschleifenmodul eingesetzt. Für die korrekte Gleisbesetztmeldung sorgen ECOS Detectors. Die Halteabschnitte der Durchfahrgleise in Tirano werden mit Railcom-fähigen Anschlüssen verbunden, damit später auch ohne Sichtkontakt klar ist, welches Fahrzeug wo wartet. Hilfreich ist die Möglichkeit, auf der ECOS Command Station Fahrstraßen zu definieren. Macht echt Spaß! Ein einfacher Sammelprellbock sorgt dafür, dass kein Fahrzeug unfreiwillig die Abstellgleise in Tirano verlässt. Beste Voraussetzung, um endlich die erste Rundfahrt zu starten. Dieses Video erschien am 24. August 2018 im YouTube. Jetzt muss es dann da wie rot aufleuchten. Wenn man in der Südschleife ist. Und weg ist sie. Stellen wir die Weiche. Das ist doch eben unser Bändle. Oder eben nicht.
Wenn man eben die falschen Weichen stellt, dann funktioniert es eben nicht. Oder so ist das eben. In der nächsten Folge wird das Fundament für den zweiten Anlageschenkel erstellt und die zweite Wendel gebaut. Bis dann und tschüss!